Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Minecraft Sky Factory Challenge. So, ich habe rumgetestet und meine Grundidee funktioniert. So, es ist nur halt ziemlich ressourcenaufwendig. Jetzt muss ich mal gerade schauen. So, Tesseract Frames. Woraus mache ich die? Enderium und Diamonds. Okay. So, wollen wir mal einige Enderium-Barren herstellen. So, wie sieht es hier aus mit Eisen? Sind noch 24. So, aber wenn ich das dann so hier auch ans Laufen kriege, wie ich es da habe, wie ich es in meiner Testwelt habe, dann wird das um einiges schneller gehen. So, wie sieht's hier aus? In der Kiste sind auch noch ein paar drin. Ja, das kann währenddessen weiter rödeln. Und hier scheint sich wieder irgendwo ein Spoilspecs eingemogelt zu haben. Ah, wusste ich doch. So, okay, gut, dann kann das hier mal weitermachen. Hui. Müsste das nicht normalerweise? Na, dann halt so. Daraus wird nichts, okay. Nee, Moment. Ach so, im Induction Smelter. Moment. Shiny, Tin. Shiny, Tin und Resonant Ender Bucket. Kann ich das Zeug eigentlich hier hinten wieder einschmelzen? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Nee, da möchte ich gerne dran. Okay, dann muss ich irgendwie das Resonant Ender da wieder rauskriegen. So, okay. Kann ich das mit Eimern da rausholen? Ich glaube nicht. Buckets. Moment.
Ah, okay. So geht's. Okay, zwei Eimer waren das jetzt nur? Ist doch aber das richtige Zeug, oder? Jetzt bin ich gerade echt verwirrt, Leute. Ganz im Ernst. Resonant Ender Bucket? Nee. Das Falsche. Ja. Ups, Blut. Okay, das war nicht so geplant. Müssen wir jetzt leider so machen, damit wir es leer kriegen. Was kann ich denn hier draus machen? Ah doch, das geht doch. Okay. Zumindest um da reinzufüllen. Scheint das gleiche zu sein. Okay. So, mal gucken. So, wir brauchen Zinndust. Haben wir nicht noch welches zufällig? Netherquarz. Ne, hier haben wir kein Zinn mehr drin. Ach so. Kommen wir dran? Hier. Okay, hier ist nichts mehr drin, aber hier. So, okay. So, das heißt, wir brauchen Tin. Pulverized Tin. Da haben wir doch noch. Shiny. So, das müssten doch dann die Zutaten sein dafür. Uah, komm her.
um die Barren herzustellen, sagen wir es mal so. Nee, muss doch das Resonant sein, Mist. Ich hatte gehofft, das wäre das Gleiche. Gut, dann müssen wir von hier hinten holen. Sind mein Eimer denn jetzt? Ah, da sind sie. So, jetzt noch mal. So. Ach, das ist Platinum. Ich dachte, das wäre Tin. Shiny. Shiny Ingots. Das brauchen wir auf jeden Fall auch gleich. Das hier brauchen wir nicht. Das brauche ich nicht. So, zack. So, Shiny Metal. Sonst noch irgendwas? Hier haben wir noch ein bisschen pulverized. Naja, weil es wahrscheinlich vom falschen Mod ist. Was habe ich denn hier sonst noch an Tin? Hier habe ich noch ein bisschen normales pulverized Tin. Aha, so. Jetzt müssen wir mehr Shiny haben. Ups. Nee, hier bitte. Ah, mein Fuß schläft ein. So, Lapis Lazuli, sehr schön. Drei Diamanten, drei Emeralds. Wo habe ich nochmal Shiny Ingots herfür bekommen? Schon so lange nicht mehr benutzt. So, mal gucken. Ach so, okay. I see. Zack. Komm schon her. So. Du müsstest das doch auch in Shiny Dust verwandeln, oder? Ja. So, das reicht erstmal. Denke ich mal. So.
das hier. Ne, so rum. Tin. Ja, komm, nehmen wir den Ohrdust. Ah, hier noch einen halben Stack rein. Zack. Was habe ich denn hier noch an Platinum? Okay, ein bisschen was haben wir noch? Okay. Wie haben wir nochmal den. Wie wurde nochmal der hergestellt? Pyro, irgendwas. Da. Sulfur, Kohlepulver und Redstone. Plus. Okay. Wir haben drei Sulfur. Der Segmel, Pulverizer. Aus Lorenrouten kriegen wir mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. Ach nö, hier Kohle. Kohle. Dum-dum. Ist zwar eine geringere Chance, aber da seht ihr schon einen dabei gehabt. Pulverized Zinn. Enderium Blend. Gut, die mussten zusammen in den Induction Smelter. Hier rein, genau. Hast du irgendwo. Ne, gut, du hast kein Output. Das und das. Er gibt Enderium Barren. Ach so, wir stehen wieder auf. Ich hatte eben auf Peaceful wieder umgestellt. So, normal. Hier haben wir noch ein paar Enderperlen. Wie sieht es hier aus? So. Apropos, wie sieht es hier aus? Die Dinger sind, denke ich mal, voll. Hui. So, wie viel kann ich denn von dir herstellen? 6 Stück derzeit. Okay. Na.
Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar. So. Ich glaube, davon verbraucht er immer einen und davon zwei. Ja, okay. Was haben wir hier eigentlich noch an Enderperlen drin? Gar nichts mehr, okay. I see. So, wollen wir mal unsere Level zwischenspeichern? Labs Lazuli. Das werden wir auch noch brauchen. So, unser Resonant Energy Cell. So, Enderium Barren. So, ich brauche einige. So, wie werden die jetzt hergestellt? Die Tesseract Frames. So, wir brauchen... Au, das ist dieses verbesserte Glas. Wie machten wir das nochmal? Ach, Quatsch. Ach, einfach im Alloyed Smelter, okay. Einmal reicht... Ja, ich weiß nicht. Ey, wieso machst denn du Doppelklick, du Pfeife? Okay, aus 4 wird ein Glas. Okay, I see. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit? Nee, nur im Alloy Smelter. Und Hardened. Obsidian. Und Lead. Au, das ist aber teuer. Da ist mir das hier doch lieber, auch wenn es eine Zeit lang dauert. Ich kann hier wirklich nichts sonst reintun. Gut, damit haben wir schon mal. Aber einen Tethered Frame haben wir jetzt, glaube ich, schon mal, oder? Diamonds. Okay, wir brauchen... Ich habe es vorher ausgerechnet. Erstmal 13 Stück. So. So. So, das kann hier rein, das kann hier rein. So, 13. Das war wieder zu viel.
So, und jetzt halt für das Ganze noch das Glas. Dementsprechend auch die Menge. So, die Vorbereitungen gehen weiter. So, wie sieht's eigentlich aus? Wie viel Cobblestone haben wir denn jetzt? 12 Millionen. 12,5, ja. Sobald das, was ich hier plane, fertig ist, wird das um einiges schneller gehen. Jetzt mal gerade gucken, geht das wirklich nicht im Induction Smelter? Ne, geht wirklich nicht. Fluid Transposer. So. Den müssen wir nochmal abmachen, weil da muss ja beim nächsten Mal Ender dran. Receive von oben. So, und das war dann halt einfach nur, genau, das Resonant Ender da reinfüllen. Und außenrum Bronze. Muss es Bronze sein? Tinkers Alloy Nuggets. Ja, das sieht doch schon besser aus. Copper und Tin im Induction Smelter. Brauchen wir, wenn wir 4 Stück davon brauchen, pro sind 40, sind irgendwas in der 50. glaube ich, ne? Das heißt, wir brauchen Kupfer und Zinn. Wir brauchen mehr Kupfer. So. Ah, ne, Quatsch. So, jetzt sind wir schon mal bei 6. Sieben. Da wollte ich dran. Oh, mehr Kupfer. Molten Copper. Aber die Dinger brauchen wir gerade nicht mehr. Und das andere ist Silber. Wie viel Silber haben wir noch? Ist auch zu wenig. Zack.
Ja, gut, das dürfte reichen, was wir hier noch an Silber haben. Alles klar. Und die Folge neigt sich dem Ende zu. Die Sonne geht unter. Wie geht's eigentlich unserem Häuslein da oben? Nichts gespawnt mehr, sehr schön. Ein Bettelein. So. So, das hier will ich jetzt aber noch reinschmeißen. Dann legen wir uns schlafen und dann ist der Part auch zu Ende für heute. Dann machen wir mal gerade hier einfach nur, weil wir es können. So. Und dann hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Wir sind jetzt dabei, Cobblestone zu besorgen in Form mit Tesseracts. So, nein. Na egal. So, hier schmeißen wir gerade noch ein wenig was rein, beenden die Folge und dann sage ich, macht's gut. Ciao, ciao.